Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei mir auf dem Kanal und herzlich willkommen zum zweiten Teil. Wir bauen uns die Rade um, beziehungsweise richten uns die Rade her. Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen weiter. Ja, der Gülleverkauf ist eingebaut, funktioniert auch. Und ja, alles schick, alles schön. So, ja, dann bin ich auch so weit, dass ich die BGA drin habe. Das werden wir heute auf jeden Fall gemeinsam machen. Die BGA. So, die ist hier unten. Da können wir zum... Na, schade, da können wir nicht hinspringen. Das ist doof. Das dauert dann jetzt auch viel zu lange. Oder? Wir... Ja, ich melde mich dann gleich wieder zurück, wenn ich bei der BGA bin. Bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich bin jetzt an der BGA. Meine BGA steht. Ja, was jetzt hier noch fehlt, ihr seht selber, sind die Durchfahrsilos. Das ist aber kein Thema. Das machen wir heute auf jeden Fall zusammen. Denn ist bei mir hier schon in der BGA den Güllebehälter verbaut. Ihr habt es gesehen. Und eine Waage. Ja. Schön Gülle oder beziehungsweise ein Digistatbehälter und eine Waage. Genauso wie beim bei der Getreidehandel, beim Getreidehandel. So. Ja, so weit ist der Stand der Dinge. So, dann hüpfen wir mal kurz zum Hof, denn wird's als allererstes werden wir uns mal um den Hof kümmern heute. Und zwar war im letzten Kommentar gewesen, dass am Mistplatz auf dem vorderen Hof eine Kollision ist und ich doch mal bitte dabei helfen soll, die zu entfernen. So, erstmal derjenige, der es geschrieben hat, an dich ein herzliches Dankeschön für diesen Hinweis. Mir selber ist es noch nicht aufgefallen. Und zwar, hier befindet sich diese Kollision. Ja, die werden wir heute auf jeden Fall als allererstes entfernen. Sonst ist dieser Mistplatz ja hier überhaupt nicht nutzbar. Gut, ich würde sagen, wir gehen dann mal raus aus dem Spiel. So, da müssen wir hin. Verlassen, ja. Okay. So, dann werden wir uns mal die Rade öffnen. Ups. Monitor wechseln. Sorry, Leute. So, dann sind... Das hier ist der Mistplatz. Ja. Gut. Jetzt ist natürlich die Sache, die Kollision rauszufinden, wo... Wo, in welcher Transformgruppe liegt diese Kollision? Ja, ich weiß es ja jetzt mittlerweile. Weil ich habe heute echt eine Dreiviertelstunde dazu gebraucht, diese Kollision zu finden. Ich zeige es euch. Das ist dieses kleine Teil hier. Ja, wir können mal näher rangehen. So, das ist dieses kleine Teil hier. Das ist die Kolli, die da liegt. Ja, die ist natürlich tierisch störend. Die ist absolut störend, wenn man da mit einem Telelader oder so, mit einem Schlepper reinfahren will, mit einem Frontlader oder mit einem Anhänger da einfach nur abkippen will oder wie auch immer. Da stört, ja, da bleibt man dran hängen. Das ist überhaupt nicht vermeidbar. Also, ihr findet erst einmal die Kollision hier unter Dekoration. Ja, so. Dann muss ich jetzt selber noch mal gucken. Oder war das hier? Nee, Moment. Ich finde sie wieder. Natur neu, glaube ich, war es. Nein, auch nicht. Oder war hier Deko? Deko war. Dann liegt die Textur unter Deko. Ja, warum liegt sie unter Deko? Ganz einfach. Ich war dann im LS19 auf der Rade drauf, habe mal geschaut, was ungefähr habe ich denn diesen Platz gesucht auf der Map. Und hier lagen Deko-Objekte.
Jetzt hat natürlich der liebe Chris diese Deko-Objekte entfernt, weil teilweise Deko-Objekte aus dem 17er bzw. aus dem 19er funktionieren im LS22 nicht. Und zwar liegt dies an der Textur, da kann man einen Shader drüber legen, das kann man versuchen, es funktioniert einfach nicht, weil diese Deko-Objekte eine Textur haben, die der LS22 nicht verarbeiten kann. Mit diesem neuen Textursystem, die jetzt der LS22 hat. Na? So, aber okay, weiter im Text. Als nächstes schauen wir mal. Denn muss man hier wirklich in akribischer Kleinarbeit diese Collie suchen. In der Regel findet man eigentlich die Collie recht schnell, indem man sich hier nämlich diese Cubes anguckt. Cubes, die hier kein Plus davor haben. Wie jetzt zum Beispiel dieser Skip hier. Wir können ihn gerne mal öffnen. Da ist eine Collie. Ja. Dann springen wir einfach mal dahin. So. Ja. Wenn man weiß von Anfang an, wo die Collie liegt, dann ist das kein Thema. Aber man weiß es halt nicht. Ja. Was liegt da? In welcher Transformgruppe ist es? Ja. Also habe ich mir wirklich die Arbeit gemacht und jede einzelne Transformgruppe durchgeschaut. Jede einzelne Collie angeklickt, sichtbar gemacht. Ja, die sind natürlich unsichtbar. Das sagt hier die Farbe von dem Cube aus. Ja, und außerdem ist es hier drüben vierte Tägchen. Wenn wir jetzt die Tägchen reinmachen, sehen wir die Collie. Wenn wir das jetzt hier so abspeichern, gehen ins Spiel, sehen wir die Collie nicht. Ja, also ist völlig egal, ob die da sichtbar gemacht wird oder nicht sichtbar. Ihr habt es ja gerade gesehen, wir waren ja gerade im Spiel. Wir haben die Collie nicht gesehen. Und die Collie, die wir suchen, die ja, war nicht sichtbar. So, jetzt gehen wir mal zurück zum Hof. Mal gucken, ob ich den jetzt gleich auf Anhieb finde. Ja, da ist er. So. Wie gesagt, wir müssen jetzt diese Collie noch. Ich weiß natürlich, wo sie ist. Ja, so, also habe ich hier, weil ja die Collie so nicht sichtbar ist, ne, wenn hier das sichtbar raus ist aus der Collie, findet man die nicht. Da kann man in die Transform Groups reinklicken, so lange wie man will. Ihr werdet diese Collie nicht finden. Ja. Und zwar liegt die Collie hier drinne. Ehe ich darauf gekommen bin, das hat eine Ewigkeit gedauert. Ihr seht, wie viel Sachen hier verbaut sind. Jedes einzelne Element hat eine Collie. Ja, es kann ja sein, dass verschoben wurde, das Objekt, und die Collie liegt da aber noch. Ja, weil, wenn ich jetzt das hier anklicke, das sind die alten Deko-Elemente aus dem 19er. Die funktionieren teilweise im 22er, aber auch nicht alle. So, und dann seht ihr hier, verschiebe ich hier ausnahmsweise die Collie mit. Im LS22 ist es so, bei den Deko-Objekten, da liegt die Collie zuerst und das Objekt ist hier drinne. Ja, so, wenn ihr denn das Objekt anklickt im 22er, verschiebt ihr zwar das Objekt, aber nicht die Kollision. Ich kann es euch kurz mal zeigen. Dann machen wir das hier mal. Minimieren war das hier mal. Dann mache ich mir mal noch ein Fenster auf. Gehen wir mal auf irgendeine Map im 22er. So, dann brauchen wir Data, Maps. Ach, gehen wir auf die Map Alpin. So, und Doppelklick Maps. Und da suchen wir uns einfach ein Objekt. Da kann ich euch das besser zeigen, was ich gerade meinte. Dann nehmen wir das Objekt gleich hier. Halt. Ja, da ist der Zug, den wir öfter mal auf der Brücke sehen. So, jetzt haben wir hier schön zwei schöne Objekte. Klicken wir das mal an. So, ihr seht es hier. Ja, wenn jetzt hier unten steht Haus Trashbin Wiss, das weist immer darauf hin, dass es der eigentliche Körper ist. Ja, ich verschiebe den jetzt mal. Abspeichern darf ich sowieso nicht. Oder sollte man sowieso nicht? Darf ich schon?
Sollte man aber nicht, weil sonst steht das Ding hier vorne und die Collie steht hier hinten. So, wenn ich jetzt den Hauptcube hier anklicke, schaut mal, dann bleibt die Collie da stehen. Ich habe aber das Objekt verschoben. Ja, und genauso wird es auch dem lieben Chris passiert sein. Ist überhaupt keine Anklage, Chris. Bitte versteht das jetzt nicht falsch. Ich möchte es halt nur den Leuten erklären. Ja, das passiert jedem, das passiert dem besten Modder. Dass er dann in der Hektik oder was einfach nur das Objekt anklickt, das verschiebt und ja, die Collie steht aber noch da. Na, das sind nämlich zum Beispiel die DK-Objekte im 22er. Da ist die Collie als Hauptgruppe und das eigentliche Objekt als Untergruppe, als Untercube. Na, so, dann können wir das hier wieder zumachen. Das war die kurze Erklärung dazu. Speichern, nein. Dann können wir das hier auch wieder zumachen und gehen zurück in den Giants Editor und kümmern uns hier um unsere Collie. So, und das ist die Collie. Die habe ich mir nämlich extra sichtbar gemacht und wir lassen uns so abgespeichert. Ne? Wenn ich jetzt hier natürlich den Haken bei Rigid Body rausnehme, dann ist das auch keine Collie mehr. Dann ist das keine Kollision mehr, denn hat der Teil keine Kollision und ist im Spiel überhaupt nicht bemerkbar. So, dadurch, dass jetzt hier aber in dieser Transform Group nichts mehr anderes drinne liegt, ja, gehen wir einfach auf Löschen und damit ist das Thema durch. Dann können wir diese Transform Group hier noch löschen, die ist auch unsinnig da drin. Ja, und schon ist diese Kollision raus. Das war's. So, Freunde, denn werden wir mal zurück zur BGA. Moment, jetzt habe ich die falsche Richtung. Moment, jetzt muss ich selber jetzt mal gucken hier. Ein bisschen orientieren, die ist da hinten. So. Ihr habt es ja vorhin im Spiel gesehen. Die Silos waren nicht da, aber hier im Giants Editor stehen sie. Warum? Ja. Kurze, einfache Sache. Und zwar, wenn ihr jetzt Objekte verbaut auf der Map, könnt ihr die in einem Ordner setzen, beziehungsweise in einer Transform Group. Ich mache mal dazu noch ein Zusatzfenster auf, und zwar die User Attributes. Ihr seht jetzt hier ist ein Eintrag. Ja. Und sowas zu erstellen ist absolut einfach. Wir können es gerne mal machen. Ja, erstellen, Transform Group. So, dann haben wir hier unten eine Transform Group. Die können wir problemlos umbenennen. Placeholders. Nennen wir es. Und zwar nennen wir das Placeholders, weil es so sein muss. Diese Transform Group muss Placeholders heißen. Und bitte achtet auf die Schreibweise, es muss groß geschrieben werden. Wenn er schreibt jetzt klein, funktioniert es nicht. Ja. So. Dann tragen wir hier ein on create. Als Typ kommt Script Callback. So. Und dann tragen wir hier ein placeholders.on Create. Ich gehe gerne auf Enter, speichere mir die ganze Geschichte ab und dann hat dieser Ordner diesen Aufruf. Jetzt könnt ihr da eure Objekte reintun, wie zum Beispiel das Teil hier, Steuerung X, Steuerung V. So, ihr seht dieses Objekt im Giants Editor, aber solange wie dieses Objekt nicht mit einer XML von dem Objekt verlinkt ist, verknüpft ist oder sonst da wo, erscheint dieses Objekt auf der Map nicht. Ihr seht es auf der Map nicht. Ihr habt es ja gerade gesehen, wir waren ja gerade hier im Spiel. Da standen diese beiden Objekte nicht. Hier stehen sie aber. Ja, ich habe das alles schon mal so ein bisschen vorbereitet. So. Ja, und so sieht der Tank aus, wenn man den per Giants Editor verbaut. Ja. Gut, die Waage, die habe ich jetzt hier in meinem Placeholders Ordner nicht.
Steuerung X, Steuerung V und den können wir dann wieder löschen, weil ich habe mir ja schon. Also doppelt ist nicht gut. So, ihr seht, ich habe jetzt da alle Objekte soweit drin, die jetzt hier stehen. Nur, dass diese beiden Silos hier nicht sichtbar sind im Spiel, weil die halt auch nicht mit einer XML verlinkt sind. So, hier ist die Slurry Lagoon, beziehungsweise der der Slurry-Verkauf. Ja, das stelle ich euch gerne zur Verfügung. Das ist kein Thema. Da ihr die Map sowieso nicht veröffentlichen dürft, ist das überhaupt kein Problem, wenn ihr aus dem 19er irgendwelche Materialien nimmt und die euch herrichtet für die Map. Ich sage es extra dazu. Nur für die Map, weil oder für euch privat könnt ihr das so machen. Ihr dürft es aber nicht veröffentlichen. Dann kommt wieder das Urhebergesetz. Ja, dann kommt der Urmutter und sagt, kannst du gleich wieder löschen, ist meins. Dann habt ihr ein Problem an der Backe. Muss nicht sein. Ja, aber das stelle ich euch hier gerne zur Verfügung. Ist kein Problem. Die XML dazu, die gehört mir, die kann ich euch ohne Probleme zur Verfügung stellen. Überhaupt kein Ding. Ja. So, Freunde. Wie gesagt, wir bauen aber heute... Mal wieder gucken, wo war jetzt die BGA? Ich glaube, die war... Ach, immer diese Sucherei da hinten ist. So. So. Die BGA ist aus dem Hauptspiel. Ja, ich verlinke... Ich mache euch auch noch einen Ordner fertig, wo der Gülleverkauf drin ist. Dann mache ich euch auf jeden Fall noch eine Textdatei fertig, welche Einträge ihr in der Store Items XML bzw. in der Placeables XML eintragen müsst. Von der BGA sowie auch vom Güllehändler. Na, mache ich euch die Einträge soweit. Braucht ihr euch dann bloß rauskopieren. Wer es haben will, meldet sich einfach. Alles gut. So. Wie gesagt, wir kümmern uns heute mal um diese Silos. Und zwar sind das Bunker-Silo Large. Na? So. Dazu brauchen wir auf jeden Fall wieder Notepad++. So sieht es mittlerweile bei mir aus. Hier sind die Wagen. Und wenn ihr mehrere Wagen verbaut, müsst ihr bei Mapbound-ID immer 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter dahinter schreiben. Sonst kommt das Spiel ein bisschen durcheinander. So, diesen Debris Crusher, das ist dieser Steinzerkleinerer. Den werden wir uns definitiv auch noch verbauen. Weil das brauchen wir. So, dann habe ich noch vor, aus dem Mod, den ihr dann auf jeden Fall braucht, was ich aber euch definitiv noch mitgebe, ist der Link dazu, den ihr dann braucht, aber dazu alles später. Ja. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, wo war die Color Grading. Wir machen jetzt erstmal alles zu. Das ist zum Beispiel die Mod Desk vom Güllehändler. Ja. Habe ich mal heute Nachmittag so ganz auf der Rasche gemacht, war kein großes Ding. Weil ich habe auch gar keinen Güllehändler gefunden im Internet. Gibt's, scheint es auch noch gar nicht zu geben. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier mal die GameXML können wir schließen. Da habe ich vorhin auch noch ein bisschen was eingestellt. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier was finden. Was war geil? An Eintrag hier brauchen können, ohne dass wir jetzt die Zeile selbst komplett nochmal neu schreiben müssen. Wäre ja ein bisschen zeitraubend im Moment. Ne, da haben wir nichts. Die Lime Station brauchen wir auf jeden Fall noch. Deswegen ist die noch offen. Ach ja, so.
So, dann lasst uns mal gucken jetzt hier. Vielleicht finden wir da noch was. Weil ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo die lagen im Hauptspiel. Data, Maps. Nee, Placeables. Lizard. Ah, hier, Bunkersilo, da sind sie. Und da haben wir die Large. Das heißt, schieb das mal rüber. So, jetzt brauchen wir wirklich, müssen wir aufpassen, dass wir das Richtige haben. Jawohl, da sind sie. So, Bunkersilo 1, 2. Na bitte, da haben wir doch schon. Dann machen wir hier vorne diese Ausrufezeichen weg. Einmal. Hier hinten weg. Zweimal. So. Dann können wir die noch wegmachen. Und die hier vorne. Weil wir brauchen beide Einträge. Bunkersilo 1, 2 können wir lassen. Jetzt geht es um den Pfad. Ja, das müsst ihr euch jetzt merken. Beziehungsweise ihr braucht es ja dann nachher im Endeffekt hier nur abzuschreiben. So, da haben wir Data Placeables. Passt. Ja, das Planet muss weg. Für das Planet kommt Lizard. Halt. Das will heute irgendwie nicht so, wie ich das will. So, jetzt. L-I-Z. A-R-D. Ja, nicht der Sender, sondern so wird Lizard geschrieben. Kleiner Spaß am Rande. So, als nächstes. Das markieren und dann einfach nur ein kleines B. Das wäre das nächste. So, und dann haben wir Large. Da kopiere ich mir. Ihr könnt es auch wirklich einfacher machen. Ihr könnt es euch auch rauskopieren, die Namen. Dann braucht ihr das nicht per Hand einzutragen. Ich mache es jetzt so, damit ihr seht, wie das Ganze hier funktioniert. Ach so, um die obere und untere Zeile anzuklicken, bevor ihr den linken drückt. Moment, ich zeige es euch nochmal. Ja, einmal Alt links drücken, jetzt mit der Maus dahin, linke Maustaste runterziehen und dann könnt ihr das markieren. Ja, Steuerung V, zack. Und dann habt ihr auch gleich beide Zeilen bearbeitet. Ja. Kein Hexenwerk. So, dann wollen wir jetzt erstmal die Sache hier ein bisschen verschieben. So. Das haben wir die verschoben. So, also. Jetzt eigentlich genau dasselbe Spiel wieder wie schon beim Triggerbau, wo wir den Trigger eingebaut haben. Ne? So, da haben wir hier die Werte. Die brauchen wir selbstverständlich. Rotation Y ist schon mal der erste Wert, den wir eintragen können. So. 0,0. Rotation 0,0. So. Jetzt haben wir hier nämlich so ein Zack. So, damit die Werte auch stimmen. Aber wir machen jetzt erstmal den fertig hier. Steuerung C. Dann ziehe ich das hier mal wieder rüber, damit ihr auch seht, was ich hier treibe. So, wo waren wir denn jetzt? Mich kurz mal was gucken. Mal wieder größer. Genau, das war die Zeile hier. Steuerung V, das ist die Höhe. Und dann haben wir minus. Wie
können es auch so machen, wir können es auch mit der Hand eintragen. Ist auch kein Problem. Ja. Minus 95.151. So, dann können wir die Geschichte schon mal abspeichern hier. Das ziehen wir kurz hier rüber. Aber jetzt brauchen wir die Werte von dem zweiten Silo. Ihr seht, wir brauchen die obersten beiden Werte, brauchen wir nur abzuschreiben. 151. 168.86. So, nur dieser letzte Wert hier, der hat sich geändert. Logischerweise 921.098. So. Damit hätten wir die Einträge in der Placeables erledigt. Jetzt brauchen wir die Store-Items. Ne, die nicht. Hier sind sie. So, lasst mich mal kurz mal was gucken. Production Point, Buildings. Genau, da haben wir den drin. Selling Stations, Train Storage Selling, Train System, Water and Lime. Ja, dann machen wir uns das recht einfach. Sun, Players, Farmhouse, Placing, Productions, Special Sellings. Dann machen wir die hier hin. Steuerung D. Und dann holen wir uns die Pfade hier wieder raus. Steuerung C. So, achtet bitte darauf, dass er hier das Dollarzeichen mitnimmt. Das sagt nämlich dem Spiel, du musst das Ding aus dem Hauptspiel laden. Ja, mehr nicht. So, wartet mal. Das Ding können wir hier löschen. Das war eine Waage, die ich aus dem Hauptspiel einbauen wollte, aber das hat mir nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich sie wieder rausgenommen. So, diesen Eintrag müsst ihr nur einmalig vornehmen, obwohl ihr zwei habt. Und damit sollte das eigentlich funktionieren. So, Freunde, dann werden wir mal, schließen wir das. Das speichern wir auch ab. Und dann gehen wir mal ins Spiel. Dann starten wir mal das Spielchen. Ich wechsle wieder den Bildschirm. Ah, das ist OBS. Das dauert manchmal ein bisschen, bis OBS das sieht, beziehungsweise bis er das Signal kriegt. So, Freunde, jetzt sollten eigentlich die Bunkersilos da sein und damit hätten wir dann wieder zwei Sachen heute verbaut. Wie gesagt, wer es gerne möchte, dem schicke ich den Güllehändler, beziehungsweise dem könnt ihr euch den Güllehändler runterladen. So, wir springen zur BGA. Ach, das geht ja nicht. Das ist doof, das ist blöd, das ist nicht schön. Wir können ja da nicht hinspringen. Dann machen wir das anders. Verlassen, ja. Dann werden wir mal das mal anders machen. So. Ach, Dokumente, MyGames. Ach, ja. Ich lasse das jetzt einfach mal über den Desktop laufen. Wenn man diese wechseln, das ist ja blöd. So, Mods, Rade, Maps, Map OS, Map.
Hätte ich auch vorher gleich dran denken können. Sorry, mein Fehler. So, das heißt Carrier Start Point. Steuerung B. Zack. Dahin platziert. Einmal abgespeichert. So, hat er gemacht. Dann können wir das hier zumachen. Das machen wir zu. Und dann starten wir wieder das Spiel. Gucken uns das mal an. Und dann werden wir gleich nochmal zum Hauptruf springen. Und werden dann mal gucken, ob die Kollision auch wirklich da verschwunden ist. So, dass es da auch wirklich alles okay ist. So, besteht hier? Nein. Gut, die sind nicht da. Ach. Denn das hier. Stehen hier die Fahrzeuge rum. Das ist ja doof. Wo sind wir? Hier. So, dann gucken wir mal, warum die Bunkersilos nicht da sind. Dafür haben wir hier diese schöne Lok. Das Schöne an der Lok ist jetzt, dass die, wenn irgendwas nicht stimmt, farblich dargestellt ist. Wenn es nur eine Warning ist, dann ist halt gelb. Und wenn es ein wirklich gravierender Fehler ist, dann ist es rot. Wenn er irgendwas nicht laden kann oder so. Da gibt es immer noch diese VDI. Gerade ist mit dem okay, in der Lok steht nichts drin. Dann müssen wir selber auf Fehlersuche gehen. Bunkersilo Large. Jetzt gucken wir mal, ob wir anhand des Pfades, ob wir da zum Bunkersilo kommen. Das ist eigentlich das Erste, was ich dann immer mache. So, dann haben wir Data. Placeables, Lizard. Bunkersilo. Ah, da liegt der Fehler. Genau. So. Dann kopieren wir uns das Ganze hier mal. Steuerung C. Steuerung V. Abspeichern. Placeables. Und hier nochmal genau dasselbe. Steuerung V. Und Steuerung V. So. Das haben wir gespeichert, das haben wir gespeichert. Und jetzt sollten aber die Bunkersilos da sein. Das war jetzt dann mein Fehler. Ihr seht, wie wichtig das ist, dass die Pfade stimmen. Das ist wirklich essentiell wichtig. Der Startpunkt liegt ja noch bei der BGA. Das heißt, wir sollten jetzt noch bei der BGA rauskommen. Den hatte ich ja jetzt in der letzten Zeit nicht verschoben, außer vorhin. Wo steht ihr? Die sind immer noch nicht da. Was stimmt denn da nicht?
Er kann sie laden. Ach nee, das ist der Large. Weight Station lädt da. So, gut, dann schauen wir halt hier nochmal. Bunker Silo Large, Data, Placeables. Das machen wir mal zu hier. Schließen. Moment, das kann doch gar nicht stimmen hier. So, erste Mal kopieren wir uns mal die DB-Zeilen hier raus. Ich weiß nicht, wo ich da drin war. Steuerung C. Ach, ja. Ich war in der verkehrten XML drin. Na. Deswegen waren sie nämlich nicht da. So schnell passieren Fehler. Steuerung V. Was ist jetzt? Retour. Steuerung C. Placeables. Steuerung V. Speichern. So, dann werden wir mal. Das ist die nicht. Das ist die auch nicht. Store Items, Data, Maps. Das sind die. Ja. So schnell passieren Fehler. Das geht ratzfatz. Immer nicht aufgepasst und das war es gewesen. Steuerung C. Dann brauchen wir die hier wieder die Store Items. Machen wir hier hin. Steuerung V. Und zack. So, dann machen wir hier, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Ich habe hier oben nämlich nur gesehen, FS22 Rade. So, was sind das jetzt hier? Die können wir schließen. Das sind die Store-Items, die lasse ich mir mal noch offen. Das ist die Lime Station. Die habe ich mir auch auf, die lasse ich mir auch auf, damit ich gleich die Lime Station finde. So, jetzt sollte das aber auf jeden Fall funktionieren. Was ich aber mache, ich habe hier oben nämlich gerade an diese Werte gesehen, hier, dass ich da auf jeden Fall eine Zahl vergessen habe. Das heißt, zack. Das Ding würde dann nachher an einer ganz anderen Stelle an der Map erscheinen. So. Zack. 921. 942 ist das andere. 921. 0,98. So. Aber jetzt.
Können wir das wieder schließen? Ja, dann speicher halt. Na, der meckert dann ab und zu mal rum, dass man speichern soll. Jawohl, machen wir doch glatt. So, und dann können wir das Spiel wieder anmachen. So, jetzt sollten sie aber da sein. Ihr seht, wie leicht man doch und wie schnell man den Überblick verlieren kann bei so vielen Dateien. Deswegen arbeite ich ganz gerne mit drei Bildschirmen bei sowas. Das macht sich einfach wesentlich besser. Und ihr seht, Bums, da sind sie. Ja. Zack, damit sie auch funktionieren, mache ich mal das HUD oben links an. Und bitteschön. Zweimal Durchfahrsilo an der BGA. Auftrag erledigt, Chef. Und funktioniert ebenso. So. So, Freunde. Man kann sich natürlich auch jetzt hier noch das Licht hinsetzen. Kann man auch machen. Auch kein Thema. Ja, ist überhaupt kein Ding. Aber das könnt ihr nachher dann, also solche Sachen könnt ihr dann wirklich echt im Landschaftstool machen, weil da geht es wiederum schneller. Ja. So. Nur ist das, wenn ihr jetzt diese Objekte mit dem Landschaftstool einbaut, dann sind die verschwunden. Wenn euch das Save Game crasht oder sonstige Geschichten oder ihr löscht das aus Versehen oder wie auch immer, dann ist das weg. Ja, so, solche Sachen mache ich lieber in der Map drinne. Das ist einfach besser. Ja. Deswegen. Gut, dann hätten wir das. Gut, zum Hof wollten wir noch mal kurz. Wieso können wir nicht zum Silo springen? Güllebehälter geht auch nicht. Wir suchen ihn. Und dann müssen wir wieder rüber rennen. Und dann gucken wir mal, ob die Collie weg ist. Das war hier, glaube ich, ne? So, dann lag sie hier irgendwo. Ja, die Collie ist weg. Hier lag sie. Das habe ich mir versucht zu merken. So, Freunde. Dann hätten wir das auch wieder geschafft. Wie gesagt, ich werde euch auf jeden Fall noch die Einträge für den Güllehändler werde ich euch noch bereitstellen, denn den Güllehändler an für sich werde ich euch noch bereitstellen. Ja, jetzt zeige ich euch auch noch schnell, wie ihr eine BGA verbaut werden möchte. Ich stelle euch auch die Einträge von der BGA zur Verfügung. Ist überhaupt kein Problem. Ja. Als nächstes wird es denn darum gehen, wie weit sind wir denn? Ach was, wir machen jetzt noch die Lime Station zusammen. Die werden wir jetzt noch zusammen verbauen und ja, die eine Verkaufsstelle, würde ich sagen, verbauen wir auch noch zusammen. No. So. Dazu brauche ich jetzt dann mal das Paint.net. Ein schönes Tool. Kann man nicht meckern. So, jetzt gucken wir mal, wo ist der Händler? Da ist der Händler. So, ich habe hier natürlich das hier schon mal ein bisschen freigeräumt, ne? Ein bisschen Vorarbeit geleistet. So, das heißt, wir werden als allererstes erstmal. Wo stellen wir den denn hin? Da kommen wir rein. Ich glaube, die standen hier im Originalspiel, ne? Die drei Silos. Das war einmal das Saatgutsilo, das dann das Mineraldüngersilo und dann, was war das noch? Waren das zwei oder waren das drei? Leute, das weiß ich jetzt ja nicht mehr so genau. Kann ich gar nicht mehr so genau jetzt sagen. Ja, doch, der Kalksilo stand auch noch da. Drei Stück waren es. Gut.
Das heißt, wir verbauen uns jetzt hier das Kalksilo. Und zwar, das finden wir unter folgendem Pfad. Auf jeden Fall im Hauptspiel. Programme 86, Farming Simulator 22. Data. Na komm. Placeables. Denn Lizard. Und dann ist hier irgendwo die Lime Station. Da ist er. Zack. So. Steuerung X. Die packen wir uns selbstverständlich auch wieder in den Placeholders. Placeholders. Transform Group. V. So. Und dann können wir sie hier auch schon platzieren. Steuerung B. Zack. Da ist jetzt die Lime Station. So. Können wir das noch ein bisschen vorziehen. Noch ein bisschen so in den Boden versinken. Herrlich. So, dann können wir das abspeichern. Weil wie gesagt, die sieht man nicht so lange, wie das nicht mit einer XML verlinkt ist. So, als nächstes gehen wir rüber in den ins Notepad++. Wir kopieren uns mal diese Zeile hier. Steuerung C. Dann gehen wir in unsere XML Farmers Market Slurry Shop. Ja, dann machen wir das hier hin. Zack, Steuerung V. Die zwei, die können wir rausnehmen. Wir haben jetzt nur eine. Und wie ihr habt, brauchen wir jetzt die Koordinaten. Kleinen Moment. Müssen wir erstmal anklicken. Wenn ich das anklicke und das Fenster ist hier mit drin, dann. So, aber diesmal passen wir ein bisschen auf. Hier oben steht der Pfad. Wo liegt die Map jetzt? Farming Simulator 22, Mods FS 22, Radar Maps, Map US, Placeables XML. Das ist die richtige. Genau die brauchen wir jetzt. So, hier haben wir unsere Pfade, beziehungsweise unsere Koordinaten. Dann machen wir da erstmal eine 0 draus. Dann kommt hier 252,651. 252,651. Hier kommt 167,525 und ganz vorne 171,981. So. 171,981. Das hätten wir. So. Jetzt gucken wir hier. Lime Station. Brauchen wir eigentlich hier nicht eintragen. Normalerweise eigentlich nicht. Weil wie gesagt, wenn wir das hier eintragen, erscheint es im Shop und dann könnte man das verkaufen. Aber das möchte ich gar nicht. Wir können einfach mal die Suchfunktion nutzen. So, da ist er. Weitersuchen hat er nicht gefunden. Also brauchen wir es in den Store Items gar nicht erst eintragen. Können wir das gute Stück hier schließen. Hier speichern wir sicherheitshalber nochmal. Dann machen wir hier zu. Hier machen wir zu. Und wir gehen wieder ins Spiel. Wir wollen ja natürlich unsere Arbeit begutachten. Weiter. Ah, jetzt ist. Nein, das möchte ich jetzt nicht. Zeigt ein bisschen zu schnell geklickt. So. LS22.
Karriere, freier Speicher, weiter. Gerade ist schon wichtig. So, das Dumme ist jetzt natürlich, wir stehen hinten an der BGA. Aber mit viel Glück sollte eigentlich die Verkaufsstelle dort erscheinen, ja. Aber wir können gar nicht dahin. Okay, dann steigen wir hier ein. Und dann müssen wir da hochlaufen. Aber ihr habt ja schon auf der PDA gesehen, dass das Teil da ist. Wenn der Teil nicht dabei hätte, man den Marker nicht auf der PDA gesehen. Aber trotzdem, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Kommen wir da rüber? Ne, da kommen wir nicht rüber. Hätte ja sein können. Versuchen kann man es ja mal. So, und da steht unsere Leimstation. Ist der Teil auch verbaut. Leute, ich muss euch sagen, das ist hier im LS22 wesentlich einfacher, irgendwas zu verbauen, als wie im 19er. Wobei das im 19er schon nicht gerade schwierig war. Aber das ist ja hier nun noch einfacher. Ja. So, wir gehen erstmal nochmal auf die Map. Ja, sorry Leute, wenn es diesmal ein bisschen längeres Video wird. Aber wenn ich was erkläre, dann möchte ich da nicht unter Zeitdruck sein, weil das bringt ja dann mal gar nichts. Ja, dann passieren nämlich solche Fehler wie vorhin, dass man Einträge in eine verkehrte XML macht. Kann mal vorkommen, natürlich. Man kann ja alles wieder rückgängig machen, das ist ja alles keine Frage, aber... Ja, mein Vater hat da immer gesagt, gut Ding will Weile haben, ne? So. Als nächstes kümmern wir uns hier drum. Ah, ich möchte auch wieder eine Verkaufsstation hinhaben. Eine Verkaufsstation ist ein bisschen wenig, ist meine Meinung. Ja. So, Selling Stations Vehicle. Placeables. Selling Station Generic. So. Grain Gate. Steuerung X. Und dann schmeißen wir uns definitiv wieder in Placeholders rein. Steuerung V. Und Steuerung B. Zack. Dann ziehen wir uns das wieder ein bisschen nach oben. Das macht sich natürlich nicht ganz so gut jetzt hier. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt hier mit der Klappe. Das wäre natürlich das einfach das Nonplusultra jetzt hier gewesen mit der Klappe, aber gut. Denn wenn wir das mal nochmal löschen, Datei, importieren, No Cover, öffnen. So. Steuerung X. Steuerung V und Steuerung B. Einmal Platzierung bitte. So, und dann werden wir uns jetzt hier noch ein bisschen den Boden anpassen. Na, das sieht ein bisschen Oberkacke aus. Meiner Meinung nach. Das machen wir am besten mal gleich. So. Wir können das auch so machen, Steuerung R. Dann haben wir jetzt hier die Werte übernommen. Wir können uns natürlich hier auch erstmal das Terrain Editing Fenster aufmachen. Ihr seht hier 167.496. Ja, und wenn wir jetzt hier nämlich auf diese Grain Gate gehen, 167.466. 463, so rum.
So, also wären wir hier definitiv die 167,4. 6, machen wir eine 5 draus, 4, 5, 4, 6, 3 haben wir. Einmal Enter. Jetzt linke Maustaste, LMT heißt linke Maustaste. Gehen wir hier drauf und dann müsste das hier ersetzen sein. Jawohl, ja. Das Schöne bei dem neuen Giants Editor ist jetzt hier für den 22er, dass wir wirklich hier schön alles auf Deutsch haben. Ne? Nicht jeder kann perfekt Englisch. Ich schon gar nicht. Machen wir mal eine 4-6 draus. Gucken, was draus wird. Wenn nicht, können wir das immer noch wieder ein bisschen rückgängig machen. Eine 4-7. Ach, oder wir gehen hier auf Hinzufügen. Dann macht sich das ein bisschen einfacher. Dann können wir das ein bisschen smoothen. Smoothen könnt ihr mit dem Mausrad hinzufügen. Müsst ihr hier natürlich alles einstellen. Ja, mittlere Maustaste ist glätten, smoothen, wie auch immer man das nennen will. Linke Maustaste auf Hinzufügen. Linke Maustaste genommen und dann kann man das hier schön anpassen. So. Dann holpert das, ups. Dann holpert das nicht zu sehr, wenn man hier mit dem Träger rauffährt. So. Können wir das noch ein bisschen. So. Dann haben wir es. Können wir das jetzt hier schließen? So, und schon ist die Verkaufsstelle verbaut. Natürlich muss das jetzt wieder in der Placeables XML verlinkt sein. Das machen wir noch gemeinsam. Und dann werden wir uns voneinander verabschieden. So, dann müssen wir jetzt erstmal wieder suchen hier. So, Windows. Programme 86, Farming Simulator 22. Data. Placeables und dann Selling Station Generic. Da liegt auch die XML. Da ist die XML. Da ist auch hinterlegt, was da alles verkauft werden kann. Ja, Preisscale oder wie auch immer. Ihr könnt euch natürlich auch ja, ihr könnt euch auch, Moment, mir fällt hier gerade was auf. Nö, gibt nur eine XML dafür. Okay. Gut, ist egal. Und dann werden wir uns mal den Pfad hier reinholen. So, dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir hier ja schon irgendwie einen Pfad, den wir annähernd nutzen können. Balls, Wood, Wall. Müssen wir auch noch alles einbauen. Das werde ich noch machen. Und wer denn halt noch Fragen hat oder so, nutzt einfach dazu die Kommentarfunktion.
Nö, da haben wir nichts. Selling Stations, Selling Station. Dann nehmen wir uns diese Zeile hier. Steuerung C. Gehen wir zurück in die Placeables. So, Special Selling Train. Das sind die Produktionen hier. Silos, Gas Station, Lime Station. Ah, hier. Wir hatten ja schon Fahrt, dann können wir den hier rausnehmen. Gut. Gucken, wo wir Selling Station, Balls, Slurry Shop. Ja, dann fügen wir das hier ein. So. Steuerung V. Nicht gut. Ja, natürlich. So. Steuerung C. Steuerung V. So. Denn hier unten steht's, Map-Out-ID, Selling Station, Generic. Das kommt jetzt dort oben hin. So, haben wir. Dann brauchen wir natürlich wieder den Pfad. Der steht hier, Data Placeable Selling Station Generic. Dann können wir Map Alpin rauslöschen. So, Selling Station Generic. Dann gucken wir noch nach der XML. Die heißt genauso. Sehr schön. Steuerung C. V. So, und dann müssen wir auch natürlich wieder die Koordinaten eintragen. Minimieren wir halt. So nicht. So. Okay. Hundertachtundsiebzig Punkt 63 Steuerung C V. Ich ziehe das mal hier rüber. Leute, das ist mir zu doof hier. Steuerung C. Steuerung V. Steuerung C, Steuerung V, einmal abspeichern, dann gucken wir, ob wir die hier noch eigentlich nicht. Doch, okay, Steuerung D, dann brauchen wir den Pfad wieder. Steuerung C. Data Maps Maps Alpin. Warte mal. Wohl. Ja. Natürlich. Mit Sicherheit nicht. Hier müssten wir eigentlich auch schon eine Generic.
Was haben wir jetzt hiervon schon drin, was nicht? Farmers Market haben wir drin, auf jeden Fall, das weiß ich. D. V. Jawohl. So, Freunde, dann können wir das hier zumachen. Das können wir zumachen. Noch irgendwas offen? Oh, das können wir abspeichern hier. Das kann abgespeichert werden. Brauchen wir auch nicht mehr. Ich mache natürlich über das Wochenende die Map fertig. Ja, wie gesagt, so funktioniert das einfach mit dem Umbau. Das funktioniert mit jedem Objekt. Ist egal, ob ihr einen Verkaufsträger einbaut, ob ihr jetzt einen Kaufträger einbaut, ob ihr jetzt irgendein Objekt einbaut, wie eine Garage oder sonst so was. Das funktioniert alles gleich. Ja, das ist kein Unterschied, was das ist. Ihr müsst natürlich darauf achten, was ihr noch in die Store-Items eintragen müsst. Ihr habt gesehen, ihr müsst nicht alles in die Store-Items eintragen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr was in die Store-Items eintragen müsst, habt ihr als kleine Hilfe, gebe ich euch einen Tipp, geht ins Hauptspiel, geht dort unter Map Alpin. Ich kann es euch auch noch mal kurz zeigen. Aber das ist dann wirklich das Letzte, sonst wird das Video ein bisschen zu lang. Halt, verkehrt. Ja. Wenn ihr, wie ihr sagt, euch nicht sicher seid, was muss ich jetzt denn eigentlich in die Store-Items eintragen? Ja, gebe ich euch den Tipp. Geht ins Hauptspiel, Data, Maps, Map Alpin und holt und sucht euch dort die Store-Items. Da liegt sie. Ja, dann öffnet er die. So, wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, ja, ich habe jetzt hier keine Lust, lange zu suchen, nutzt da hier oben die Suchfunktion oder Steuerung F und tragt hier oben euer Namen ein. Den Namen von dem Objekt, was ihr habt. Ja, wenn ihr da einfach auf Weitersuchen und wenn ihr hier unten hinschreibt, Suche, konnte Text Leim nicht finden. Ja, gut, dann braucht ihr das nicht eintragen. Ja. Das reicht teilweise, wenn er da schon kleine Stichwörter wie Lime. Ich wollte jetzt noch nicht gerade Lime Station da hinschreiben. Das braucht er nämlich nicht. Ja, da kann man ruhig ein bisschen faul sein und jeder auf Weitersuchen. Und wenn er hier unten hinschreibt, Lime Station nicht gefunden, dann braucht er das auch nicht eintragen. Ja, alles, was ihr eintragen müsst, steht eigentlich hier immer in dieses Store-Item schon drin. Freunde. Ja, und wie gesagt, wer noch Fragen hat, der benutzt einfach die Kommentarfunktion. Wer den Güllekauf noch haben möchte, samt Einträge, der sagt mir Bescheid, der kriegt dann von mir einen Link, wo er sich das runterladen kann. Ja. Und allen anderen wünsche ich einfach, kommt gut zurande. Na? Vor allen Dingen viel Gesundheit, ist ja in der heutigen Zeit auch nicht gerade unwichtig. Na? Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf der Map. Und bis zum nächsten Video. Wie gesagt, wer noch was wissen möchte, was noch gemacht werden muss oder gemacht haben möchte oder eine Anleitung dafür braucht, haut es mir unten in die Kommentare. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Hier habe ich euch jetzt auf jeden Fall erstmal das Wichtigste gezeigt, wie man jetzt mit der Map ein bisschen verfährt. Und ja. In der nächsten Folge werden wir dann noch einen Wasserträger verbauen, Gasstation-Träger werden wir verbauen. Dann werden wir uns noch die Höfe verbauen. Ja, die Höfe, dann haben wir dann noch den Schweinehof unten. Unten Schafshof. Sorry, ich bin jetzt auf den Namen nicht gekommen. Und dann brauchen wir unbedingt noch einen Schlafplatz. Ja, und das werden wir über einen Mod regeln, der dann halt extern geladen wird. Das heißt, wir sagen zwar dem Spiel, wo das Objekt liegt, aber wir sagen dem Spiel auch,
pass auf, das holst du dir woanders her. Das holst du dich nicht hier aus irgendeinem Spiel. Ja, das heißt, ihr müsst dazu einen Mod haben, den ihr euch aus dem Mod Hub runterlädt. Den gibt es im Mod Hub, diesen Mod. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Na? Für heute ist jedoch Schluss. Wir sind jetzt schon über eine Stunde. Bis zum nächsten Video sage ich bye bye. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.